Verehrte Damen und Herren, willkommen zu unserem heutigen Medienkommentar. Vertraut man den westlichen Massenmedien, dann ist es in der Ostukraine derzeit endlich einmal ruhig und still. Schließlich herrschte seit geraumer Zeit eine Waffenruhe, angeordnet vom ukrainischen Präsidenten Poroschenko. Wem jedoch in den vergangenen Monaten die kriegstreiberische Berichterstattung der Mainstream-Medien zum Ukraine-Konflikt aufgefallen war, dem wird diese plötzliche Funkstille verdächtig vorkommen. Entgegen diesem absoluten Stillschweigen der Mainstream-Medien dringen höchst alarmierende Meldungen und Zeugenberichte direkt aus der Ostukraine vor. So berichtet der freie Journalist und Kriegsfotograf Mark Batalmai von anhaltenden und gezielten Angriffen auf die Zivilbevölkerung in Donbass, insbesondere in den Städten Donetsk und Lugansk, die tagtäglich unter Artilleriebeschuss stehen. Die mehr als 5000 toten Zivilisten allein in Donbass finden in den westlichen Massenmedien genauso wenig Erwähnung wie die über 30.000 toten Soldaten der offiziellen ukrainischen Armee. Eine Armee, deren Soldaten nicht nur völlig unzureichend ausgebildet waren, sondern zudem vielfach weigerten, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Auf Anraten der Regierungsberater aus Washington formierte die ukrainische Putschregierung daher neben der regulären Armee die sogenannte Nationalgarde sowie weitere irreguläre Kampfeinheiten. Weiterhin agieren Privatarmeen ukrainischer Oligarchen und Milizen des sogenannten rechten Sektors. Mark Batalmai berichtet, dass diese Lohnterroristen sich an keine Waffenruhe halten und massive Gräueltaten, ja einen Genozid an der ostukrainischen Zivilbevölkerung vollstrecken. Davon zeugen jüngst wiedergefundene Massengräber mit Erschossenen. An den Händen und Füßen gefesselte Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder, deren Körper deutliche Spuren von Misshandlungen und Folter aufweisen. Doch darüber berichten unsere Massenmedien nichts. Kategorisches Stillschweigen auch über öffentliche Hinrichtungen von Familienangehörigen der sogenannten Separatisten, wie das zu Todesschleifen von an Schützenpanzern geketteter Frauen, die zuvor der Kreuzigung ihrer kleinen Kinder zusehen mussten. Berichte über solch himmelschreiende Verbrechen finden keinen Einzug in die öffentlich-rechtlichen Medien, da sie dem von ihnen kriegstreiberisch propagierten Bild des bösen Russen und dem Aggressor Putin völlig entgegenwirken. Auch die vermieteten Gärten und Wohnhäuser, welche zurückkehrende Donbass-Bewohner nach dem Abzug der ukrainischen Armee vorfinden, ja sogar vermiete Massengräber, zeugen von der abgrundtiefen Menschenverachtung und der puren Lust am Töten. Ein sinnloses Morden, an dem sich unsere Massenmedien durch ihr anhaltendes Stillschweigen mitschuldig machen. Denn durch ihr vorsätzliches Verschweigen dieser Kriegsverbrechen geben sie den wahren Kriegstreibern die nötige Rückendeckung bei der völlig fehlinformierten westlichen Bevölkerung. Tragen Sie, verehrte Zuhörer, mit dazu bei, dieses tödliche Schweigen zu durchbrechen. Informieren Sie Ihr Umfeld über das Unrecht der Unterlassung, der Zensur. Denn dieser Völkermord im Osten Europas kann sich nur deshalb Tag für Tag weiter ausbreiten, weil er dem Licht der Öffentlichkeit gezielt vorenthalten wird. Wir schließen mit einem Zitat von Simone de Beauvoir. Die hinterlistigste Lüge ist die Auslassung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre wertvolle Mithilfe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf Klagemauer TV. Der russische Präsident Wladimir Putin legte am 15. Oktober 2014 die Menschenrechts- und Völkerrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen im Südosten der Ukraine dar. Er kritisierte, dass viele internationale Menschenrechtsorganisationen diesbezüglich ihre Augen verschließen. Hierzu blenden wir später noch ein kurzes Video ein. Wir rufen noch einmal in Erinnerung, welche Tragödie sich derzeit im Südosten der Ukraine abspielt, wovon die westlichen Medien kaum oder gar nicht berichten. Im April 2014 hatte die neue Kiewer Regierung eine bewaffnete Operation gegen die Bevölkerung im Osten der Ukraine begonnen. Ziel war, deren Widerstand gegen die illegitime Machtzentrale niederzuschlagen, welche durch einen Staatsstreich im Februar an die Macht gekommen war. Laut UN-Angaben waren dadurch bislang mehr als 3.200 Zivilisten getötet und etwa 8.000 verletzt.
Der Vizeregierungschef der nicht anerkannten Volksrepublik Donetsk, Andrei Purgin, erklärte am 22. September 2014, dass allein im Osten des Landes rund 4000 Zivilisten getötet worden seien. Ich zitiere Purgin: Fast alle Toten unter den Zivilisten, fast 99%, sind Opfer des Artilleriefeuers. Gerade durch die Artillerie wurde bei uns auch die Infrastruktur zerstört. Forscher Ole Solvang der internationalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch verurteilt den Einsatz von Artillerie und Raketen der ukrainischen Militärstreitkräften innerhalb der ukrainischen Stadt Lugansk. Ich zitiere Solvang: Der Einsatz brisanter Waffen mit einer so umfassenden Reichweite in einer Stadt von Zivilisten bewohnt, ist völlig unannehmbar und führt unvermeidlich zu Opfern unter der Zivilbevölkerung. Zudem werden seit einigen Monaten im Osten der Ukraine Massengräber entdeckt. Der lettische Völkerrechtler Einars Graudins berichtet von mindestens 400 Leichen, die aus den Massengräbern geborgen worden seien. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa berichtet über 3 Massengräber, die sie entdeckt hatte. Forensische Experten stellten fest, dass die Menschen zuvor misshandelt und durch Schüsse in den Kopf aus nächster Nähe getötet worden waren. Die ostukrainische Volkswehr hatte diese Gräber im Gebiet Donetsk entdeckt und berichtete, dass es sich überwiegend um zivile Opfer handelte. Viele waren derartig zugerichtet, dass sie nur schwer identifiziert werden konnten. Andrei Purgin, der Vizeregierungschef der Volksrepublik Donetsk, teilte mit, dass sich die Gräber in Gebieten befinden, die zuvor von der ukrainischen Armee kontrolliert worden waren. Russlands Außenministerium, Parlamentarier sowie Menschenrechtler forderten eine internationale Untersuchung dieser Kriegsverbrechen. Der Menschenrechtsbeauftragte des russischen Außenministeriums, Konstantin Dolgov, wirft dem Westen Doppelstandards vor. Ich zitiere: Der Westen fordert zwar immer die Bekämpfung der Straflosigkeit und wendet sich an Strukturen wie den Internationalen Strafgerichtshof, doch jetzt scheut sich der Westen. Vor diesem Hintergrund zeigen wir nun als Gegenstimme zu der Berichterstattung der westlichen Medien einen kurzen Ausschnitt der eingangs erwähnten Rede Wladimir Putins vom 15. Oktober 2014. Auf Wiedersehen und bis morgen um 19.45 Uhr auf KlarTV. Хочу затронуть еще один очень острый вопрос, который никто из нас, который никого из нас равнодушным оставить не может, имея в виду события на Украине. Мы сейчас постоянно следим за этим. Эти события обнажили полномасштабный кризис и международного права, и базовых норм Всеобщей декларации прав человека, и Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. В массовом порядке нарушаются статьи 3, 4, 5, 7, 11 Всеобщей декларации прав человека ООН 1948 года, статья 3 Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказаний за него от 9 декабря 1948 года. Мы стали свидетелями двойных стандартов в оценке преступлений против гражданского населения на юго-востоке Украины, нарушений фундаментальных прав человека на жизнь, личную неприкосновенность. Люди здесь подвергаются пыткам, жестоким и унижающим их достоинство наказаниям, дискриминации и неправосудным решениям. К сожалению, многие международные правозащитные организации закрывают глаза на происходящее, лицемерно отворачиваются от этого. А что происходит сейчас в ходе избирательной кампании? Вот это тоже ведь избирательные права. Ну что, мы не видим, что ли? Ну, избиение на каждом шагу несогласных, унижение их и так далее. Ну что же это такое за демократия насаждается на этой территории? Знаю, что члены Совета заняли здесь честную позицию, неоднократно выезжали на места событий, помогали тем, кто оказался в сложной, иногда безвыходной ситуации. Я хочу вас всех за это поблагодарить и сказать, что, разумеется, мы будем поддерживать и это направление деятельности. Но хотел бы вас призвать к осторожности, конечно, имея в виду и личную безопасность. Хотел бы сегодня, конечно, поговорить и на эту тему, услышать ваши оценки.
Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.